Ich beschränke mich darauf, einfach darzustellen, was ist, und überlasse Ihnen die Bewertung. Ich will einfach nur erklären, worin sich der rechtliche Rahmen im urheberrechtlicher Hinsicht in den USA und Europa unterscheidet und warum hier in Europa wir bestimmte Probleme haben und in den USA nicht. Kurz als Vorrede, es ist nicht so, dass es in den USA kein Urheberrecht gibt. Es ist auch nicht so, dass es dort keine Kreativwirtschaft gibt. Es gibt dort Hollywood, es gibt dort Filmwirtschaft. Wenn in Europa von Filmwirtschaft gesprochen wird, dann ist das ein Euphemismus. Im Grunde zumindest der Teil Wirtschaft dieses Begriffs, weil Film ist in Europa eher ein Subventionstatbestand als ein Wirtschaftsbereich. Trotzdem sind einige Dinge in den USA sehr viel leichter als in Europa. Deshalb haben wir in Europa ein schwarzes Loch, was das 20. Jahrhundert angeht. Wir haben große Schwierigkeiten, das kulturelle Erbe des 20. Jahrhunderts zu digitalisieren und zugänglich zu machen. Und in den USA ist das sehr viel leichter. Und ich will jetzt anhand von ein paar Punkten und ganz schnell, weil ich bin verantwortlich und muss deshalb den Zeitverzug wieder ein Stück weit reinholen, erklären, warum das so ist. Erstens. Die USA hatten bis zum Jahre 1989, bis sie der Berner Konvention zum Schutz des audiovisuellen Erbes beigetreten sind, eine Registrierungspflicht. Das heißt, urheberrechtlich geschützt war nur das, was bei der Library of Congress registriert war. Die Folge ist, dass für das kulturelle Erbe, also für die Dinge, die vor 89 waren, man zwei Möglichkeiten hat. Entweder sind das Dinge, die registriert sind, dann weiß man in der Regel, wer ist der Rechteinhaber. Man hat ja diese Registrierungsdaten und selbst wenn Rechte übertragen wurde, lässt sich das irgendwie noch nachvollziehen. Oder aber, es wurde nicht registriert und dann heißt das, dass es faktisch nicht geschützt ist. Das heißt, dieser ganze Bereich von nicht kommerziellen Dingen, die beispielsweise Bewegungsarchive, wir hatten hier das Frauenarchiv, haben, Sachen, Broschüren, die Menschen geschrieben haben, weil sie politisch aktiv waren, Fotos, die Privatleute gemacht haben, all diese Dinge, die nicht registriert wurden, die sind nicht geschützt und die werden verwandt. Und das hat Folgen. Das hat zum Beispiel die Folge, dass es für eine Zeitung heute in Deutschland, wir sind wieder bei dieser Frage, welche Bilder prägen unsere Erinnerung, viel, viel einfacher ist, Jugendkultur von 1970 mit ein paar, Klammer auf, nicht registrierten und damit nicht geschützten Fotos von Hippies in San Francisco zu illustrieren, als Fotos aus den 70er Jahren aus Deutschland zu nehmen, wo man dann nicht recherchieren kann, wer eigentlich der Fotograf war und wer eigentlich die Rechte daran hält. Das ist ein Riesenproblem, was wir in Europa, was wir in Deutschland haben, mit Materialien, die eben nicht für die kommerzielle Verwertung bestimmt waren und wo wir deshalb überhaupt nicht mehr wissen und wo das auch nie jemand interessiert hat, wer dort eigentlich Urheber war und wo wir deshalb die Rechte auch nicht klären können, was die Amerikaner so nicht haben, was diese Unsicherheit angeht. Der zweite Grund, die Amerikaner haben ein Prinzip Work Made for Hire. Das Prinzip ist, dass wenn man etwas urheberrechtlich, wenn man ein Werk in Auftrag gibt, Auftragsproduktion automatisch die Rechte an den Auftraggeber gehen. Das ist von besonderer Bedeutung für den Filmbereich. Auch hier will ich ein Beispiel nennen, wenn in Amerika ein Produzent einen Film Verträge macht mit den Schauspielern, mit dem Kameramann, produziert einen Film, dann ist das vollkommen klar und keiner kommt auf die Idee daran zu zweifeln, dass die Rechte an der Verwertung dieses Films bei dem Produzenten liegen. In Deutschland ist es so, dass wir eine ziemlich komplizierte Situation haben mit verschiedenen Übergangsregelungen, aber bei Filmen vor 1966 ist es so, dass die Filme für die
digitale Nutzung, also beispielsweise im Streaming oder auch über CDs, nur dann beim Produzenten oder bei der Filmfirma liegen, wenn die damaligen Mitwirkenden mit schriftlichen Verträgen vereinbart haben, dass auch unbekannte Auswertungsformen schon an den Produzenten übergegangen sind. Und es reicht nicht, dass das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht. Das reicht nicht aus. Da aber die meisten Verträge solche allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, ist das eigentlich fast nirgendwo geregelt. Und es gibt eben Urteile, der Film Frosch mit der Maske ist einer davon, wo das auch ausgeurteilt wurde und wo ein Regisseur die Verwertung eines Films von Anfang der 60er Jahre verhindern konnte und dann daran beteiligt wurde. Warum erzähle ich das? Ich bin sehr froh, dass die Filmwirtschaft dieses Urteil komplett ignoriert und weiterhin diese Filme vertrieben werden, obwohl das eigentlich gar nicht erlaubt ist. Denn wie die Filmwirtschaft immer gerne sagt, Raubkopierer sind Verbrecher. Man darf das eigentlich nicht. Es passiert trotzdem. Es ist aber natürlich schlimm, weil so etwas immer auf einer sehr wackeligen rechtlichen Grundlage ist. Und es gibt auch Situationen, wo das dazu führt, dass Dinge, die zugänglich gemacht wird, wieder vom Netz genommen wird. Ein Beispiel dafür, ich darf das erwähnen, Herr Hollmann hat mich ausdrücklich ermuntert, sind Plakate. Das Bundesarchiv hat zahlreiche Digitalisate, die sie bald vom Netz nehmen werden, Gründen der rechtlichen Unsicherheit. Das betrifft viele Fotos, das betrifft aber auch Plakate, nämlich Wahlkampfplakate von Parteien, bei denen eben nicht im Wege von Work Made for Hire die Rechte ganz klar bei den Parteien liegen, sondern Plakatgestalter noch irgendwelche Rechte für die damals noch nicht bekannte digitalen Nutzungsformen haben und damit gegen das Bundesarchiv vorgegangen sind. Das dritte ist Fair Use. Es wurde hier mehrfach schon erwähnt. Es ist eine Möglichkeit im amerikanischen Urheberrecht überall dort, wo die primäre Verwertung dadurch nicht tangiert wird, aber das in einem öffentlichen Interesse liegt, unter bestimmten Voraussetzungen, ich will dazu im Detail nicht eingehen, Dinge, die urheberrechtlich geschützt sind, doch nutzen zu können. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich das Google Books Project, aber auch die anderen großen Digitalisierungsprojekte, wo nach amerikanischem Recht einfach gesagt würde, das Interesse an der öffentlichen Nutzung, Digitalisierung dieser Bücher, um sie durchsuchbar zu machen und die Zugänglichmachung zumindest von kleinen Ausschnitten von ein, zwei Sätzen, um es findbar zu machen, Klammer auf, nicht die komplette Nutzung der Bücher, das ist auch dort verboten, aber diese Digitalisierung und Durchsuchbarkeit, das ist etwas, was nach Fair Use erlaubt ist. Ein anderes Beispiel, was dort nach Fair Use erlaubt wird und worum wir hier gerade in Europa ringen, ist Text and Data Mining, was dort auch im Wesentlichen unter Fair Use fällt. Der vierte Grund ist, dass Section 105 Copyright Act, das ist etwas, was wir im sehr eingeschränkten Maß in Deutschland haben für amtliche Werke. Also alles, was hier zum Beispiel Gesetzestexte sind, die sind urheberrechtlich nicht geschützt. Die Amerikaner haben das sehr viel weitergehender. Alles, was Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dort produzieren, urheberrechtlich, ist urheberrechtlich nicht geschützt. Zumindest in den USA nicht, aber es wird dieser Schutz auch außerhalb der USA nicht eingefordert. Die Folgen haben wir heute Morgen gesehen. Die Bilder, die Mitglieder der US-Armee in Bergen-Belsen gemacht haben, sind urheberrechtlich nicht geschützt, sind frei verfügbar und bestimmen damit unser Bild der Erinnerung, während die Bilder der britischen Armee urheberrechtlich geschützt sind mit allen Folgen. Der Grund für sehr unterschiedliche Regelungen ist ein unterschiedliches Urheberrechtskonzept. Das amerikanische Urheberrechtskonzept ist ein utilitaristisches Konzept, in dem das Urheberrecht einen bestimmten Zweck hat, nämlich Fortschritt in Kultur und Wissenschaft zu befördern. Das ist der Zweck des Urheberrechts und nur wenn das damit erreicht wird,
dann ist eine bestimmte Regelung überhaupt zulässig. Und das ist ein wichtiges Auslegungsmerkmal, wie man bestimmte gesetzliche, einzelgesetzliche Regelungen dann verstehen darf. Und insofern ist das, was Till gerade angemahnt hat, die Berücksichtigung von Gemeinwohlinteressen dort natürlich sehr viel stärker verankert. In Deutschland und in Europa, in Kontinentaleuropa, begreift man Urheberrecht als ein Menschenrecht des Autors, des Urhebers, und jede auch noch so kleine Verletzung dieses Rechts ist im Grunde eine Menschenrechtsverletzung. Das führt dann auch dazu, dass mit diesen Verstößen gegen urheberrechtliche Regelungen ganz unterschiedlich umgegangen wird. Bei den Amerikanern sind das dann solche Prinzipien wie Notice and Takedown oder Opt-out. Also wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann meldet man das halt und dann wird das wieder vom Netz genommen. In Deutschland geht man damit anders um. Der ein oder andere hier kennt das. Dann flattert eine sehr kostspielige Abmahnung vom Anwalt ins Haus. Der siebte Unterschied, da muss ich nicht mehr darauf eingehen, das ist der gesamte Bereich des Datenschutzes und des sehr unterschiedlichen Verständnisses, das wir da haben. Und auch das ist etwas, was durchaus auf die Kulturinstitutionen und die Zugänglichmachung von Informationen sich auswirkt. Ich muss es nicht wiederholen. Ich bin durch. Ich kann nur sagen, die amerikanischen Regelungen, die ich hier kurz dargestellt habe, und zwar alle zusammen in dieser Abstimmung, führen in den USA dazu, dass insgesamt bei Kulturinstitutionen eher eine Kultur des Zugangs herrscht, eher ein Bewusstsein, wir wollen und wir dürfen vor allen Dingen die Dinge zugänglich machen. Gerade mein Berufsstand hat dazu beigetragen, dass in Deutschland und Europa eher eine Kultur der Furcht herrscht. Abmahnungen hat, glaube ich, jeder hier schon mitbekommen, auch Gerichtsverfahren. Es ist kaum möglich, bei kulturellem Erbe, bei Materialien, die älter sind, tatsächlich noch wirklich sicher zu gehen, wer hat welche Rechte, wie sind welche Rechteketten nachzuvollziehen. Insofern ist man urheberrechtlich eigentlich immer in der Situation, dass man vor einer gelben Ampel steht und sich entscheiden muss, ob man Gas gibt oder ob man lieber bremst. Und diese Kultur der Furcht führt dazu, dass in Deutschland und Europa leider oft auch da gebremst wird, wo man eigentlich noch hätte Gas geben können. Das von mir zu den Unterschieden. Vielen Dank.